herzlich willkommen zu einer neuen Folge über unseren T4. Wie ihr ja alle wisst, ist der nicht so perfekt. Aber wir wollen ihn ja perfekt machen. Und dieses Wochenende haben wir uns dazu entschlossen, den Samstag ein bisschen zu nutzen und das ein oder andere zu ändern. Und da nehmen wir euch mit und zeigen euch, inwieweit wir was verändern und was wir versuchen, natürlich schöner zu machen. So, ich zeige euch einmal, hier hinten ist ja eigentlich sonst ein VW-Emblem drin. Das Problem ist aber, dass die Vorbesitzer das draufgeklebt haben und es doch schon ziemlich kaputt ist. Wir versuchen, das Ganze rauszunehmen, in der Hoffnung, dass es nur festgeklebt ist, um dann zum Schluss noch ein neues VW-Zeichen draufzusetzen. Und wenn wir gerade hier hinten sind, werden wir auch die Rückleuchten ändern. Und die werden wir rausnehmen, neue einsetzen. Den Auspuff werden wir erneuern, weil so mit zwei Endrohren ist nicht so schön. Also kommt auf jeden Fall eins dann, wenn es soweit ist. So, jetzt gehen wir einmal nach vorne. Wir werden einmal die Bremssättel von rot auf gelb machen. Der Hund ist auch mit dabei. Die werden wir einmal machen. Ja, genau. Auch noch rumstampfen hier. Dann werden wir ein neues Fahrwerk einbauen. Ein Fahrwerk war ja schon drin. Jetzt aber keins mehr. Und deswegen werden wir das einmal verändern und ein neues Fahrwerk einbauen, dass er ein bisschen tiefer kommt. Die Reifen sind ja weg. Die haben wir ja weggebracht zum Pulvern und mal gucken, wie sie wiederkommen. Wir werden auch die Frontscheibe rausnehmen, weil wir waren in der Waschanlage mit dem Auto und hatten ein bisschen Wassereinbruch auf der Fahrerseite hier oben. Und wir vermuten, die Scheibe ist ja schon mal neu reingekommen, dass wahrscheinlich es nicht richtig abgedichtet wurde. Und das werden wir jetzt auch noch machen. Quasi Scheibe raus. Einmal rundherum gucken, dass kein Rost da ist. Ansonsten Rost entfernen und neue Scheibe wieder einsetzen. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Das ist eine gute Frage, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich will mal kurz überlegen. Ich glaube nicht, dass wir was vergessen haben, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. So, dann wollen wir einmal die Pakete auspacken, die wir hier so geliefert gekriegt haben. Was haben wir denn hier so bekommen? Einmal das VW-Emblem, was wir hinten quasi dann wieder reinsetzen, wenn das andere weg ist. Gleich das nächste. Das wird wahrscheinlich die Schiene sein für die Schiebetür an der Seite. Ja. Wir haben ja ein Quietschgeräusch beim Fahren und wir vermuten, dass es die Rolle von der Schiebetür ist. Und deswegen haben wir eine neue bestellt und werden die dann morgen auch verbauen. So, auf zum nächsten Paket. Da sind das was für die Bremssättel zum Bearbeiten drin, weil wir die wollen wir ja auch in einer anderen Farbe machen. Und es ist schwarz und nicht gelb. Also schwarz und nicht gelb. Ah, okay. So, dann wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Da ist Autolack drin, weil wir haben ja einen Fahrradträger zu unserem T4 gekriegt und den wollen wir schwarz machen, weil er silber ist. Wir haben ja hier auch noch zwei Pakete stehen und wie man sieht, auf dem einen ist schon Fahrwerk drauf.
Jeder denkt bestimmt, ich bringe mich auch mit dem Ding um, so wie ich schneide. Damit kann man sich auch schon umbringen. So, hier sind einmal die Federn drin, die wir dann morgen auch noch einbauen werden. Haben uns aber ganz schön viel vorgenommen. So, jetzt das Große noch. Ganz schön schwer. Ich zieh's mal da hinten raus. So. Darf ich die einfach aufschneiden? Ja, ne? Ja, moin moin, hallo, servus. Am nächsten Morgen erstmal vorglühen. Ja, wir hatten gestern das Problem eines leeren Akkus. Und jetzt geht es los. Wir fahren jetzt quasi in die Halle und sind ja, da mussten gerade erstmal Leute vorbei. Ja, wir hatten gestern das Problem beim Auspacken eines leeren Akkus. Jeanette ist schon vorgefahren. Ich fahre jetzt auch in die Halle und bereite alles vor, weil wir haben ja ein wenig straffes Programm. Problem ist natürlich wieder, ich frage mich immer, warum verschicken professionelle Händler Sachen mit Hermes? Ist nicht zu verstehen, also wirklich gar nicht. Ich habe am Dienstagnachmittag alle Teile bestellt, die wir brauchen für diesen Umbau heute. Es sind alle Teile da, außer die, die mit Hermes versandt wurden. Liefertermin zugesagt Donnerstag, gestern war Freitag, heute ist Samstag, es ist immer noch nichts da. Es ist absolut zum Kotzen, echt wirklich. Deswegen haben wir uns jetzt halt auch aufgeteilt und fahren mit zwei Fahrzeugen. Einfach aus der Situation heraus, wenn Hermes kommt, kriegen wir ja hoffentlich eine Mitteilung. Dann kann einer von uns nochmal nach Hause fahren und anfangen, die Sachen abzuholen. Also es fehlen jetzt noch aktuell Stoßdämpfer, es fehlen die Rückleuchten. Naja, was soll man sagen? Es ist nun mal leider so, wie es ist. Und dementsprechend, ja, sehr, 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 sehr ärgerlich. Niemals mit Hermes verschicken, niemals. Das ist, jedes Mal geht das in die Hose. Also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Ich gehe davon aus, es ist bei anderen auch so. Es geht aber immer in die Hose. Naja, gut, sei es drum. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Halle. Jeanette ist vorgefahren. Ich fahre da jetzt hin. Ich nehme euch mit. Und dann geht es los mit dem kleinen, großen Umbau von diesem Auto hier. Ich hoffe im Übrigen, dass das auch mit dem Ton hier halbwegs funktioniert. Da das ja auch nicht immer so einfach ist. Wir nutzen hier zwei, drei verschiedene Kameras, je nachdem, was wir so machen. Oh ja, aber jetzt gehen wir erstmal rein schnell, bereiten alles vor. Jetzt.
Guten Morgen. Ich werde mich einmal darum kümmern, um die Bremssättel neu zu lackieren. Also das heißt, einmal die alte Farbe runter, sauber machen und dann den neuen Lack draufbringen. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Wir haben ja gestern schon einmal ausgepackt und wir haben das hier gekauft. Und genau, da ist Reiniger bei, Handschuh bei, eine Bürste bei, ein Pinsel bei, noch ein Spatel, um die Farbe quasi einmal anzurühren. Ja, wir werden sehen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, dann wollen wir einmal die Reifen runterholen. Felge nicht richtig drauf ist. Da muss sie dann genau, guck mal da rein, auf den Kranz. So, jetzt ist sie dran. Nein, geht nicht. Zu wenig geschraubt. Oh Gott. Guck drauf. Ah, Tasche hat zu wenig Taschen. Hose hat zu wenig Taschen. Ja, da rein und abziehen und dann an die Brust. Jetzt. Ich mag keinen Dreck. Ist das der falsche Job? Ne? Ja. Ja, das ist deine erste Aufgabe, ne? So, wir haben ja jetzt eben gerade das Rad runtergeholt. Ich habe das Rad runtergeholt, das war übrigens super schwer. Jetzt werde ich mit der Bürste hier, ich hoffe, das sieht man jetzt vom Fokus her, werde ich einmal hier quasi einmal alles abputzen, ordentlich, und dann werde ich euch wieder mitnehmen. So, während Janette da hinten die Bremse macht, vorne neu zu lackieren, habe ich hier schon den Auspuff, den wir gestern nicht mehr fertig machen konnten, weil wir ja keinen Akku mehr hatten oder auspacken konnten, hier vorbereitet. Ihr seht, hier ist die wundervolle Duplex-Anlage, voll 90er Jahre, links, rechts, da. Und da. Und diese gilt es nun abzubauen und durch eine Originalauspuffanlage zu ersetzen. Das machen wir deswegen, weil uns das überhaupt nicht gefällt. Und deswegen, ja, gehe ich da jetzt mal bei und wir schauen mal, wie das Ganze wird. So, wir haben schon die Schellen gelöst. Jetzt haben wir das Problem, dass die natürlich ein wenig rostig sind, wie ihr seht. Und ja. Da fangen wir ein bisschen mit Rostlöser an. Hier den guten, keine Werbung machen, aber schön schütteln.
Und dann hoffen wir mal. Hier oben auch so haben, dass es da in die Nut reinläuft. Während die Dame da vorne das Rad löst. Kompressor. Ja, Kompressor ist aus. Das Rad ist auch schon ab. Ja, hoffen wir, dass der Rostlöser hier ein bisschen reingelaufen ist. Und ich versuche jetzt mal, das abzuhauen. Was, der Rostlöser? Lange her, dass ich sowas gemacht habe. Oh. Männliche Hilfe. Du kannst mal, da oben ist da so ein dicker weißer Hammer, da hinten an der Wand, hinter dir. Komm mal mit dem hier runter. Ja. Den Po noch da. Und dann versuchst du mal, hier siehst du diese Stellen. Ja, richtig. Ja, hier gibt's. So, inzwischen haben wir hier ein bisschen Hilfe bekommen. Sag mal Hallo Lars. Hallo Lars. Wir haben jetzt mal auf anderes Mikrofon umgestellt. Jeanette ist immer noch dabei. Hier der erfahrene Meisterschrauber. Ja. Ja, kümmert sich auf Knien. Auf Knien. Weil die Scheune so klein ist. Ja. Ach, ich wollte schon immer mal, dass mir jemand auf den Knien geht. Auf den Knien geht. Ja. So, und ich muss jetzt auch ein bisschen was tun, deswegen lege ich jetzt die Kamera hier so hin, versuche ich zumindest. Sie ist sehr konzentriert aus dabei. Ja. Geschafft! Da du kommst, das gibt's doch gar nicht! Alter! So ist das! Gerissen wie ein 20-Jähriger! Ja. Obwohl er gesagt hat, ich sehe nicht so aus. So. Ja! Auch schon einmal Rostlöser drauf. Was suchst du? Ja, einen etwas größeren Hammer. Die Schelle hier mal runterzuholen. Einen größeren Hammer. So, ne? Ich krieg keinen Fokus. Ja, jetzt ist der Nutzer auch. Erzähl doch mal was über dich. Wer bist du überhaupt? Die 17er Nuss ist weg. Die liegt daneben. Ja. Wolltest du was sagen? Ich wollte was sagen. Ja. Die ist schon locker, ey, weißt du? Nee, sag ich schon nicht. Was soll ich sagen? Lars 42. Wie lange kennen wir uns jetzt? Knapp 3 Jahrzehnte. Werden es langsam, ne? Ja, er war auf jeden Fall der Erste, mit dem ich einen Mopedunfall hatte. Schön, ja. Schön vorm Altenheim durch die Kurve. Ja. Ja, ne? Das war sehr angenehm. Auf einer Suzuki RG 80 Gamma. 1900. 95, glaube ich. Oder? Das war aber auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich mich rechts in die Kurve gelegt hatte und du links rausgucken wolltest. Ich wollte die Omas aus dem Altenheim beobachten. Ja. Und dann hebelst dich mal schön aus der Kurve. So, aber wir haben es ja beide überlebt. Ja, unsere Beine sahen gut aus. Es war ein warmer Sommertag. Wir hatten ein kurzes Beinkleid an und Split zum Rauspulen hinterher drauf. Und die Polizei kam noch. Und hat gefragt, Moment, ich weiß noch ganz genau,
Na, zu schnell oder überschätzt? Genau. Ja, eigentlich war man nicht zu schnell. Hätte ja gepasst. Nicht der Sozius so neugierig gewesen wäre. Wären wir da gut durchgekommen. Klappt das da schon? Nee. Aufwärmen? Meißel. Meißel? Dicken Schraubendreher. Wo ich habe so einen kleinen. Warte mal, ich habe da hinten noch was. Ich laufe schon wieder. Hier, der ist noch ein bisschen dicker zur Not. Da war schon wieder einer vor der Tür. Ja. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf das Ding. Hallo. Ärgert mich. Oh, nur schön zusammengedrückt. Habe ich doch gesagt, schon fast oval. Aua, geht. So, jetzt haben wir. Was ist das denn für das Problem? So. Nee, cool. Summa summarum, ich muss auch was tun. Ich muss erstmal weitermachen. Uah.